Ich konnte nichts machen, nachdem du dich neu verliebt hattest. Für dich war zwischen uns alles gesagt. Weil ich so lange untätig war, unfähig. Ich brauchte einen Neuanfang. Dann habe ich Franziska kennengelernt. Das hat mir neues Selbstvertrauen gegeben. Ich habe ihr viel zu verdanken. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich benehme mich wie ein kleines Mädchen. Ich finde, du hast alles ziemlich gut im Griff. Ich meine die Vernissage. Ich war einfach überrumpelt, dass du eine Freundin hast, also dass du verlobt bist. Franziska hat mich damals auch ziemlich überrascht mit dem Heiratsantrag. Du hättest es mir sagen müssen, von Anfang an. Ich hab's versucht, aber irgendwie hat's nicht geklappt. Tut mir leid. Manchmal stelle ich mir vor, was passiert wäre, wenn du mir einen Antrag gemacht hättest. Also wir haben bald wieder eine Tour anstehen. Ich kann dich auf die Gästeliste setzen, wenn du willst. Gästeliste wäre schon cool. Und was wäre mit einem Backstage-Pass? Also da muss ich erstmal die Band fragen. Wir stehen nicht so auf Groupies. Hey, was denkst du von mir? Ich bin kein Groupie. Hm. Aber ich kann verdammt gut massieren. Lena, darf ich fragen, was das hier soll? Mein Bruder, die Spaßbremse. Hi, Resa. Hey. Wie langweilig wäre nur mein Leben ohne ihn? Eigentlich bin ich wegen dir hier. Wie geht's dir? Scheinbar noch nicht so gut wie euch. Aber ich arbeite dran. Heißt was? Heißt, ich bin jetzt gleich wieder weg. Ich gehe Lotte abholen. Sie überraschen. So viel zum Thema Beziehungen. Ja, ich muss da noch wirklich langsam. Ich bin gleich wieder da. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin ganz zuversichtlich. Ich bin eigentlich auch schon auf dem Weg zu ihm. Ich wollte nur noch ein bisschen die Seele baumeln lassen. Ja, das würde ich jetzt auch gerne. Ich sehe Mark gerade öfter als Joe. Vielleicht solltest du dir einfach mal einen Tag frei nehmen. Er würde sich sicher freuen. Nein, die Kampagne, die läuft nicht ohne mich. Außerdem muss ich alte Rechnungen prüfen, von denen die Hälfte keinen Sinn ergibt. Warum? Habt ihr da nicht eigentlich jemanden für? Ja, es gibt Unstimmigkeiten und noch können wir uns keinen eigenen Buchhalter leisten, der die Finanzen kontrolliert. Deswegen quäle ich mich da durch. Aber grüß Resa von mir und vertragt euch. Ich will Patentante werden. Ei, ei, Captain. Ich werde ihn um Verzeihung bitten und alles auf die Hormone schieben. Ciao. Oh. Alex, kannst du bitte über die vorläufige Kalkulation sehen? Gibt's Probleme? Nein. Bei einem dermaßen großen Budget möchte ich die Entscheidung nicht alleine treffen. Hast du mit den beiden Technikdienstleistern gute Erfahrungen gemacht? Ich lese hier nur gerade was von Veranstaltungstechnik Müller und Edelweiß-Technik. Ich glaube, Jojo hatte sich gefragt, warum du mit zwei Firmen arbeitest. Das kann ich ihr erklären. Das habe ich auch gesagt. Ich will ja nicht den Tag vor dem Abend loben, aber ich glaube, es läuft super. Ja. Wie wäre es, wenn wir heute Abend zusammen essen gehen würden? Ich muss langsam mal los. Die Jungs warten schon. Habt ihr heute noch eine Bandprobe? Ja. Wir müssen fit sein für die Tour. Und nicht vergessen, ich komme gerne mit. Das passende Outfit habe ich schon.